Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute müssen wir den Apfel zurückbekommen. Zack, dich nehme ich gleich hier rein. Und zwar, der wurde ja beim Kampf das letzte Mal geklaut. Das letzte Video tue ich euch mal rechts in die Infobox. Und jetzt müssen wir hier den einen töten. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie wir das machen. Aber jetzt... Ah, der rennt nämlich schon weg. Nein, raus, raus, raus. Ich muss jetzt nämlich ganz schnell hinterher. So, jetzt Vollgas hinterher, nicht, dass er wegrennt. Ja, die werden mich jetzt... Ich muss gucken, dass ich die nicht töten muss. Weil die Zeit habe ich jetzt nicht. Ich muss unbedingt ihm hinterher. So, jetzt fokussiere ich ihn mal, sodass ich gleich mit der Klinge mal... mit der Klinge gleich draus springen kann. Und dann sollte das... Ach, lasst mich doch durch. Dass der nämlich noch entkommt. Und wenn ich jetzt noch Kämpfe tue, dann ist er sowieso weg. Deswegen... Jetzt nehme ich einfach das Pferd. Komm mal weg. Zack. So, Junge, ich bin schneller. Ich bin nie eine Sorge mit den Barbaren. So. Du brichst die Regeln. Zack. Zack. Ich hab ihn. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kecko Orsis Leiche. Sieh, ich erinnere mich. Wartet, da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes. Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Ihre Einnahmen zu zahlen. Stati attenti. So, das haben wir synchronisiert. Jetzt haben wir hier schon das nächste Ziel. Und zwar müssen wir jetzt einen Mönch in schwarzer Kutte finden. Na, was willst du jetzt? Komm doch her. Zack. Du bist tot. So, ich muss jetzt einfach bloß gucken, dass ich hier rauskomme.
Das weiß ich bloß nicht. Hier, die Kiste nehme ich mit. Die tue ich kurz mal plündern. So. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Komme ich da rüber? Mal probiere. Jawohl, easy. Ja, und dann kann ich jetzt ins Wasser einfach. Und dann kriege ich auch gar keinen Fallschaden oder so. Das ist ja schon mal super gut. Zack. Platsch. So, und jetzt kann ich nämlich da hinschwimmen. So, weil ich jetzt so oder so hier raus müsste, beziehungsweise ich hätte halt dann durchs Tor müsste und wäre dann außen rum gegangen. Ich hätte wahrscheinlich ein Pferd genommen und wäre dann dahin geritten. Nur dann hätte ich wahrscheinlich gleich lang gebraucht, als wenn ich hier jetzt gerade ins Wasser springe und die Abkürzung nehme. Also so wie wir an der Karte sehen, bin ich ja jetzt noch gleich da. 56, ja, ja. Und dann gucken wir mal, ob da überhaupt dann der ist mit der schwarzen Kutte, der Mönch. Oder nicht. Ah, da muss ich jetzt erst noch hier hier bestätigen. So, den Mönch in schwarzen Umhang finden. Schwarzer Umhang, schwarze Kutte. Ich will doch gar nichts von euch. Lasst mich doch in Ruhe. Ja, aber ich glaube... Ja, also, dann kommt doch halt... Lasst mich doch jetzt in Ruhe. Also, dann kommt der. Ihr wollt sterben, dann dürft ihr auch sterben. Kein Problem. Ich komme mit euch schon klar. Weil ihr seid jetzt noch gleich tot. So, die habe ich erledigt. Jetzt nehme ich gleich wieder die Klinge zu mir. Man weiß ja nicht, weil das ist nämlich hier Sperrgebiet. Man weiß ja nicht, wenn die nächste kommt. Bloß hier an der Kirche muss er irgendwo sein. Hallo? Ah, ich habe... Nee, da ist niemand von denen. Das unten sind wieder Wache. Ich weiß jetzt nicht... Ah, die Wache gehen wieder zurück. Okay. So, rein kann ich schon mal nicht. Hier kann ich auch. Da sind nämlich zwei Wache. Ah ja, da ist mein goldener Mann. Das heißt, ich muss da rein. Die zwei töten und dann zu meinem... Aha, der blockt. Dann kommen noch auch her. Ja, die blocken gleich. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo, im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. So, ich habe jetzt hier mal kurz vorgespult, sage ich jetzt mal. Weil ich musste das eigentlich alles wieder zurückrennen. Und das wäre dann wegen langweilig gewesen.
Müsste er doch da auf dem Platz sein, oder? Ah, da ist er doch. Habe ich den gerade übersehen? Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Jetzt renn doch nicht weg. Ich muss dich eh fangen. Jetzt muss ich bloß gucken, welche muss ich da fangen. Aktuell verfolgen. Ja, welche? Zack, so. Da ist schon mal einer. Einer schon mal niedergelegt. So, jetzt muss ich die nächste Person rammen. Zack. Oh, jetzt. Lass mich in Ruhe, ich muss den da noch rammen. Du gehst nirgendwo hin. Lass mich in Ruhe. So, und den dritten. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihm zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder.